Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 22.03.2023. Und unser DAX hat, ja, sieht deutlich bullischer aus, also deutlich realer, griffiger auch aus jetzt, ne? Hat zum Dienstag ja nochmal Stärke zeigen können. Und wenn wir uns zurückerinnern an die gestrige Analyse, hatten wir ein bullisches und ein bärisches Szenario durchgesprochen, bei dem es primär eigentlich darum ging, wie ihr den Start macht. Ne? Erinnert euch, hatte gesagt, von dem Bereich hier 76 Retracement, rote Stundenkerze nach unten, wäre alles fein, kann man shorten. Runter zu und so weiter. Wenn er aber Aufwärtsskip macht, dass er dann wahrscheinlich erstmal durchzieht, in den Bereich hier oben reingeht. Erinnert euch, wir haben hier so einen Fall gezeigt, haben gesagt, er formt dann Dienstag so ein Hoch aus, kommt dann Mittwoch nochmal runter und macht am Donnerstag einen Schuss oben raus. Weil es einfach oft so ist, ne? Aufwärtsgap, das ist immer für viele so dieser Triggerpunkt, ne? Es ist aber bei einem Aufwärtsgap nicht anders, ja. Kommt dann ein Gap, dann wissen die Leute nicht, wo sie einen Stop platzieren sollten, ne? Weil sie sich denken, oh, kann ja auch wieder gleich in den Gap Close reingehen, sieht man ja oft. Trauen sich dann nicht long zu gehen, wissen auch nicht, wie sie es absichern und haben dann aber keine Position drin im Markt. Und dann sehen die, dass es steigt. Sie wissen, dass das ein Aufwärtstrend ist. Kriegen sich dann aber im Kopf einfach nicht gedreht, zu sagen, das ist kein Shortmarkt halt. Ne? Das ist eigentlich instinktiv ganz klassisch. So, das ist Instinkt bei uns halt. Ne? Das kriegen wir direkt in die Wiege gelegt. Das brauchen wir uns gar nicht antrainieren oder irgendwie. Das haben wir direkt mit drin. So startet jeder an der Börse. Das ist auch der Grund, warum 80% der Privatanleger beim Trading oder generell an der Börse ihr Geld verlieren halt. Ne? Einfach, weil sie ihren Instinkten folgen. Das ist nicht schwer, das zu drehen, aber man muss es halt bewusst machen. Ansonsten wird sich da auch nichts dran ändern. Dann wird man immer wieder so agieren. Aber das ist eben der Grund, warum wir das für uns, wir, die eben anders sein wollen wie die 80%, die verlieren, wir das für uns nutzen können, um eben zu sagen, okay, wenn ein Aufwärtsgap kommt, dann kann der schon aus so einer Situation eben dann auch weiter drücken und weiterschieben. Und dafür muss ich sagen, auch wenn ich es erwartet habe, dass wir in dem Bereich hier im bullischen Szenario reingehen können. Erinnert euch, die Pfeil haben wir genau hier oben rein, dann hier zurück. Haben wir genauso gestern gemalt fürs bullische Szenario. Finde ich trotzdem, bin ich ein bisschen enttäuscht von dem, wie schneller gekommen ist. Mir passt das nicht so richtig. Ne? Also ich habe hier unten auf dem Tief, das gefällt mir nicht. Das finde ich untypisch für den DAX. Ich kenne den DAX, wir kennen den DAX schon eine ganze Weile. Der hat immer so ein gewisses Schemata auch, wie er so ein Tief bedient. Das Einzige, was mir hier wirklich gefällt, ist, wie schnell er da unten rausgekommen ist. Aber das ist so dieser eine Grund. Ne? Das Tief gefällt mir nicht. Jetzt hat die Bewegung abgeflacht. Und vielleicht noch einen dritten Grund mit hinzuzuführen, kann man sagen, dass wir jetzt von unten an diese alten drei Vierfach-Tiefs unten ranstoßen. Das heißt, wir haben zum Mittwoch jetzt schon ein Risiko, dass der wirklich, wie wir das gemalt haben, hier zurückrudert, um in diesen Rücklauf reinzugehen, den wir gemalt haben. Aber ich würde hier genauso handhaben wie gestern auch und sagen, ich möchte mindestens einen schwachen Start sehen. Ich möchte mindestens, dass der sich hier von Beginn an nach unten drückt. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bullische Mittwoche haben oft einen schwachen Start. Ne? Also er darf uns auf keinen Fall hier bloß kurz anzünden und dann wieder raus, sondern er sollte schon gut versuchen, unter 215, 200, vielleicht sogar 200 wieder drunter zu arbeiten. Und hätte dann gute Karten in den Rücklauf zu gehen. Der Rücklauf wird dann auf die 15.120 zunächst gehen, hätte aber eher das Ziel um 14.990 Gap Close zu Montag, aber eben auch diese Zone um 29.880. Das wäre perfekt. Ja, weshalb ich sagen würde, ähnlich wie wir das gestern gehandhabt haben, gestern haben wir gesagt, wenn hier eine rote Stundenkerze kommt und er hier unten drunter geht, dass ich dann Short suchen würde. Kam nicht, kam gar kein Short-Signal, ne? Also die ganze Zeit ja nicht. Hier oben, hier ist das erste Short-Signal entstanden, ne? Hier in dieser roten Kerze, das hat er nicht mehr bedient, das hat er gleich zertreten, aber das macht er DAX auch oft, ne? Erstes Signal ist oft immer ein bisschen undankbar. Die, die danach folgen, die sind dann griffiger. Das war jetzt das erste Short-Signal seit dem Tief überhaupt.
Und ja, wir haben es vor uns jetzt eingangs gesagt, ne, das sind so Instinkte für diejenigen, die dann die ganze Zeit Short gegenhandeln. Da kann ich nur wirklich den gut gemeinten Rat geben, wer sich da immer wieder erwischt, dass er gegen so eine Bewegung dann halt wirklich am Tag da gefühlt 10, 20 Trades nur dagegen ballert. Man muss sich das abtrainieren, wirklich. Wenn man nur instinktiv und nach so Gefühl handelt halt, ne, macht man es so wie alle anderen. Will man es so machen wie alle anderen, ist das fein. Aber man sollte sich bewusst machen, dass 80% dieser aller anderen verlieren. Mache ich es also genauso, werde ich zu denen gehören, die verlieren. Ja, weil von den 100%, die Gesamtmasse, ja, 80%, das sind ja die guten, ne, die Profis, der Privatanleger, die das im Gut machen, die sich vielleicht auch ausbilden lassen haben, die zählen ja damit rein. Ja, die gehören zu diesen 20%, die eben Geld verdienen an der Börse, mit Trading und so weiter. Die 80% oder 85 oder 87, je nachdem, welche Statistik man da glauben mag, die verlieren. Das sind in der Regel diejenigen, die sich immer wieder instinktiv hinleiten lassen. Und da wirklich gut gemeinter Rat, auch an so einem Tag wie heute, aufwärts gibt, das ist ganz typisch. Das ist auch ganz, ganz markant und immer wieder so halt, ne? Dass dort dann die Leute halt wirklich Kohle liegen lassen. Also die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Immer und immer wieder Short suchen, Short suchen, Short suchen. Hier könnt ihr doch drehen, da könnt ihr doch drehen, dort könnt ihr doch drehen. Und dann dreht er nicht. Dann dreht er nicht und macht immer wieder oben drüber. Ja, und deswegen muss man da hart an sich selber arbeiten. Das kriegt man weg. Man kriegt das sogar sehr gut weg und sehr schnell sogar weg. Aber man muss anfangen. Muss anfangen, entgegen dieser Instinkte zu arbeiten. Ja, und so eine Analyse zu hören, ist dann das eine. Zu wissen, na, wenn Aufwärtsgap kommt, kann er weiter. Ich muss es dann auch umsetzen. Ja, also man hat nun mal schon den ersten Schritt gemacht. Man hat schon mal eine gute Vorbereitung. Entweder selber gemacht oder sich von anderen vorbereiten lassen. Das ist ja auch vollkommen legitim, man muss nicht alles selber machen. Aber man muss es dann eben auch umsetzen. Ja, und dann kann das eben, darf es nicht sein, dass man dann die ganze Zeit eben nur gegenballert. So, das aber dazu, rein zur Marktbewegung selbst, hat der Mittwoch trotzdem Potenzial, uns direkt oben an den Abwärtstrendkante zu springen. Die ist bei 15.500. Ja, das heißt, sollte unser Mittwoch nicht umkippen, nicht gleich drehen, nicht uns unter 200 runterzuarbeiten, ist das für mich kein Short. Ja, weil er eben in erster Instanz bestimmt in die 380, 390 reinläuft, oder sagen wir mal 365 bis 380 reinläuft und in der zweiten Instanz sogar bis 500 durchziehen kann. Ja, dann macht hier den Gap Close. Springt an die Kanalkante dran, die Abwärtstrendkante dran, und dann hat er hier wieder Deathmatch, und dann kommt er von hier wieder gut zurück. Und dann macht er das, was wir eingezeichnet haben, diesen Schlenker nach unten eben erst hier oben. Ja, so, zack. Ich glaube, ist FOMC immer? Doch, ich glaube, ne? Mittwoch, 19 Uhr. Pupp, ran, Donnerstag lang unten raus, Freitag verlängern, Montag, Dienstag ab die Luzi oben raus. Ja, also. Das wäre bullisches Szenario. Das wäre ganz klar bullisches Szenario. Fürs bärische Szenario müsste er das bullische vergewaltigen, sich den Rücklauf bedienen und hier unten dann einfach verkacken. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich sagen würde, wenn wir umdrehen, ich würde einen Short probieren. Ja. Dieses abflachende Bewegung von unten an die 270 ran, hier kleine Top-Bildungsmöglichkeit unterhalb der alten Tiefs und der Böden. Wenn er sich zum Mittwoch nach unten drückt, ich glaube, ich würde es schon probieren. Ich wäre ein bisschen offener, auch einen Short zu suchen, weil wir haben auch schöne Ziele jetzt hier, 14,99. Ich würde bloß eben nicht in die Stärke reinballern. Gerade jetzt neues Aufwärtsgap oder so. Natürlich kann das schließen und das kann der perfekte Short werden. Aber in der Regel versucht man es dann 10, 20, 30 Mal und man kriegt einfach diesen perfekten Short nicht. Und genau dann, wenn er dreht, dann hat man gerade die Position nicht drin. Und von daher, ich würde einfach nicht in die Stärke reinshorten, sondern erst warten, bis ich Schwäche sehe. Wir haben jetzt schon ein Umkehrsignal drinnen bekommen, reinbekommen. Es wurde nicht bedient. Wie gesagt, zweite, dritte Chance klappt dann meist eher. Ja, ich wäre da offener. Würde auch, glaube ich, unsere Elisa freigeben. Wenn die hier irgendwie in der Bewegung hier schon ein bisschen vorgelaufen ist, unter 200 steht oder sowas,
dürfte die sich nach unten ausprobieren, einen Short rauszuziehen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, oben die Ziele jetzt 3,65, 3,80, als auch die 500. Und ansonsten bleibt vernünftig, handelt mit der Bewegung. Wir haben es jetzt jeden Tag gesagt. Macht es auch. Man sieht immer sehr, sehr, sehr viele, die dann es einfach hören, sich angucken, vielleicht sogar noch Geld dafür bezahlen, dass sie es gesagt kriegen und dann einfach nicht umsetzen. Ja? Guckt da wirklich auf eure Finger, dass ihr das ordentlich macht. Das ist euer Geld. Es ist schade drum, wenn es weg ist. Ne? Und das ist unnötig. Das ist vermeidbar einfach. Ne? Das sind ganz einfache, ganz, ganz, ganz simple Regeln oder Gesetzmäßigkeiten, die man hier für sich nutzen kann, um zu vermeiden, dass man an solchen Tagen eben gravierende Verluste bekommt. Ne? Und dann kann auch sein, dass man einfach für sich selber dann sagt, okay, dann handle ich nicht. Ich sehe den Markt tiefer. Er zeigt mir aber Stärke. Jetzt macht er vielleicht ein Short-Signal. Ich muss aber nicht unbedingt gleich der Erste sein, der drin steht. Habe nichts gehandelt, habe nichts verloren. Das ist vollkommen richtige und auch positive und belohnenswerte Einstellung. Ja. Ja, aber es muss, da muss man wirklich an sich arbeiten. Okay, Freunde, ich mache deswegen hier zu. Wünsche euch viel Erfolg. Guckt mal auf die Marken, guckt mal auf die Zonen. Start ist mir wichtig. Ja, schwacher Start und direkt ausgekommen wäre für mich stärker. Ja, bleibt aber schwach und kleckert sich runter. Lass mal ruhig. Hier rein, das kann er. Ja, und dann ist er genau in diesem Pfeil, den wir gestern gemalt haben. Ja, und hier unten entscheidet sich dann. Hier können wir dann wieder über bärische Routen sprechen. Ja, bricht er dann hier am Donnerstag nämlich unten den Rücklauf ab. Buff, macht ein neues Tief rein und dann, haha, dann wird es wieder schön und spannend und lustig. Läuft uns oben raus. Wird es vermutlich eher so, wie das jetzt am Dienstag gelaufen ist. Hier ruhig, geschmeidig, träge, Ungeduld provozieren. Das ist immer, damit spielen bullische Bewegungsphasen immer. Reizen diese ungeduldigen Leute immer. Die sind dann manchmal sogar long drinne. Brechen dann ihren Long aber ab, der wäre dann in Gewinn gelaufen, sind stattdessen Short drin, lassen sich ausstoppen. Klassiker, Klassiker. Na, aber sowas wisst ihr alle, ich weiß das, ihr wisst das. Man muss dann irgendwann einfach anfangen, das für sich zu nutzen und umzudrehen und zu sagen, okay, das mache ich nicht mehr so. Das hat mir noch nie Geld gebracht, das mache ich nicht mehr so, ich mache es jetzt anders, ich mache es jetzt besser. Ja, gut, also ich bin hier heute in Quassellaune, ist gar kein Seminar hier, weiß gar nicht warum. Aber macht was draus. Ciao.